auch nicht so lang machen. Wir haben heute, wie verabredet, den organisatorischen Rahmen für unsere Koalitionsverhandlungen abgesteckt, was wir auch vorbesprochen hatten. Und ganz interessant ist ja, man erlebt ja jetzt manches zum wiederholten Male, als wir beim letzten Mal hier angefangen sind, wo uns der Landkreistag ein guter Gastgeber war und sicherlich auch zum guten Klima und gutem Gelingen beigetragen hat. Da hatten wir ja schon so eine Odyssee durch das ein oder andere Hotel hinter uns. Diesmal können wir zielgerichteter zu Werke gehen, weil wir eine klare Mehrheit im Parlament haben und betrachten das auch als Auftrag, die Regierungsarbeit, die Nordrhein-Westfalen in den 20 Monaten, die wir gemeinsam agiert haben, gut nach vorne gebracht haben, diesen Auftrag auch auszuführen und umzugestalten und umzusetzen, indem wir zielgerichtet und sachorientiert für Nordrhein-Westfalen ein gutes Regierungsprogramm ausarbeiten. Das haben wir heute uns vorgenommen. Und um es vom Ende her zu denken, ist das Ziel, dass wir am 20. Juni Hannelore Kraft wieder zur Ministerpräsidentin wählen, einer rot-grünen Regierung mit einer Mehrheit, die aber trotzdem auch konstruktiv mit den anderen Fraktionen im Parlament die Kultur des Miteinanders pflegen wird. Wir haben heute die Arbeitsgruppen besprochen, haben die Häupter für die Arbeitsgruppen festgelegt, die ab morgen in die Arbeit einsteigen und dann hoffentlich genau dieses Ziel erreichen, dass wir am 15. Juni auf Parteitagen diesen Koalitionsvertrag beschließen können. Das haben wir heute natürlich jetzt hier ohne diverse Vorgespräche, Konfliktanlagen oder sowas besprochen, sondern rein organisatorisch diesen Rahmen abgesteckt, haben uns vorgestellt, weil auch einige neue Gesichter dabei sind. Also ein guter, sachbezogener Auftakt für hoffentlich erfolgreiche Gespräche. Ja, ich kann von unserer Seite nicht mehr viel ergänzen. Wir haben in der Tat in einer guten Atmosphäre heute getagt und da einige Neue auf jeder Seite dabei waren, war das auch wichtig, dass wir uns die Zeit genommen haben, uns auch gut kennenzulernen und dann natürlich die Arbeit zu organisieren. Die Arbeitsgruppen steigen sozusagen sofort ein und wir hoffen, dass sie auch schnell arbeiten. Wir haben schon eine Menge Druck gemacht, was das Zeitliche angeht. Unser Ziel, am 15. in die Parteitage hineinzugehen, ist ein ehrgeiziges Ziel. Das wird nicht einfach sein, das zu erreichen. Wir haben immer wieder Koalitionsrunden dazwischen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, nächsten Dienstag das nächste Mal in der Koalitionsrunde, dann nochmal am 2.6., am 6.6. und nochmal am 11.6. Das sind die Termine, die wir uns sozusagen jetzt mal reserviert haben. Wir werden dann jeweils natürlich auch unsere Parteien informieren. Bei uns läuft jetzt gerade eine Telefonschalte auch mit Präsidium und Vorstand. Immer wieder, aber es geht natürlich auch darum, dass wir am Ende das Ergebnis auch präsentieren wollen, bevor wir dann auf den Parteitag gehen. Das ist, denke ich, bei euch in der Organisation auch nicht anders. Wir haben eine gewisse Routine darin. Das ist gut, man kennt sich. In vielen Bereichen werden wir auch aufbauen können auf den inhaltlichen Verabredungen, die wir beim letzten Mal getroffen haben. Das wird nicht in jedem Fall so sein, aber in vielen Bereichen wird es möglich sein. Da muss man das Rad auch nicht immer wieder neu erfinden. Aber es wird noch eine Menge Diskussionsstoff geben. Wir waren allerdings zugegebenerweise etwas überrascht, dass das über die Ticker läuft. Wir hätten hier heute schon über den Nichtraucherschutz geredet. Um das klar zu sagen, das haben wir nicht. Wir haben keinerlei inhaltliche Diskussionen geführt. Es gab allerdings Raucher. Ich sage jetzt nicht, von welcher Gruppe sie waren, aber jedenfalls hat das wir nicht zu einer Diskussion. Wir verbieten ja das Rauchen auch nicht. Nein, es hat jedenfalls nicht zu einer Diskussion geführt, jetzt hier am heutigen Tage. Wichtig ist, dass der Prozess jetzt gestartet ist, dass er ehrgeizig ist, dass wir versuchen, das Ganze schnell zu einem guten Ende zu bringen, um damit das Land voranzubringen. Und wir wissen, wir haben eine gute Mehrheit jetzt bekommen, aber das bedeutet eben auch, dass wir Verantwortung haben in einem hohen Maße. Und dieser Verantwortung wollen wir und können wir gerecht werden. Und dazu ist dieser Prozess der Koalitionsverhandlungen ein ganz wichtiger. Und darauf freuen wir uns und gehen frohen Mutes an die Tat. Trotzdem mal die Frage. Was glauben Sie, was könnten jetzt die Knackpunkte sein in den Koalitionsverhandlungen? Also ich meine, es wird ja jetzt so ein bisschen der Druck von außen, weil Sie eine satte Mehrheit haben. Da hat man ja mehr Spielraum auch für Forderungen, die Ihnen vielleicht nicht ganz so schmecken von Seiten der Grünen. Ach, wenn Sie, wir haben uns da noch keinen Überblick verschafft. Das müssen wir auch nicht, sondern wir haben jetzt Arbeitsgruppen an den Start geschickt. Die werden jetzt erstmal schauen, was sie an Konflikten erkennen können, was sie selbst lösen können und was sie nicht lösen können, wird sicherlich nochmal in die große Runde hineinkommen. Es gibt immer wieder auch Schnittstellenprobleme, also Themen sind ja nicht in einer Arbeitsgruppe nur verortet, sondern auch in mehreren. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir für alles eine gute Lösung finden werden. Also Sie selbst erkennen gar keine Konflikte? Das will ich damit nicht gesagt haben, aber ich werde ja nicht jetzt im Vorfeld schon Konflikte auf den Tisch legen. Ich glaube, das macht bei Verhandlungen keinen Sinn.
Und Ministerpräsidentin, Sie haben gesagt, Sie sehen eigentlich Diskussionen auf sich zukommen. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Glauben Sie, dass Sie mit der Zeit auskommen? Ja, sonst hätte man den Zeitplan ja so nicht gesetzt. Wir haben beim letzten Mal, als wir noch nicht die gemeinsame Erfahrung hatten, haben wir nach den ganzen Vorsondierungen, das glaube ich sogar in 14 Tagen hinbekommen. Insofern sind wir gewillt, das zu schaffen. Die Arbeitsgruppen haben zum Teil 3 Termine vereinbart jeweils. Das heißt, die wollen auch alle an die Arbeit, die sind motiviert, die jeweilige Seite ist gut vorbereitet und wir bauen ja auf, was wir schon gemeinsam hinbekommen haben. Das verbindet ja auch ein bisschen, ohne dass was deswegen überhöht, in bewährter Manier. Wie viele Arbeitsgruppen gibt es denn überhaupt? Wir haben jetzt 10, glaube ich, vereinbart, insgesamt, ja, 10 waren es. 10 waren es, durch das gesamte Spektrum. Ja. Ach, vielleicht ist eins noch wichtig, das Interesse der Öffentlichkeit. Es gilt nichts nach außen, was nicht unser beider Unterschrift trägt. Also wenn Sie Papiere kriegen, die nicht von uns beiden unterschrieben sind, dann können Sie die irgendwie in Papierkorb tun. Also über solche Dinge haben wir uns natürlich auch heute unterhalten, wie was sind eigentlich die Usancen, was sind die Spielregeln, unter denen hier Verabredungen auch getroffen werden. Und wir sind da immer für klare Kante, das gilt auch in diesem Fall. Vielleicht noch eins zu den Daten. Ich habe Ihnen die Koa-Termine genannt, auch den Landespartei oder die Landesparteitage. Wir haben uns vorgenommen, am 18. dann die Unterzeichnung nachmittags zu machen des Koalitionsvertrages und am 20. dann Wahl-MP. An dem Mittwoch, ich weiß nicht, wie der 21. mal in die Presse gelangt ist, der ist von uns nie ins Auge gefasst worden, weil es natürlich, dass es der erste Plenartag ist, an dem das dann auch stattfindet. Werden Sie Ihr Kabinett nach der MP-Wahl oder vorher vorstellen? Das weiß ich im Moment noch nicht. Das Personal ist immer naturgemäß bei Koalitionsverhandlungen am Ende. Das letzte Mal haben Sie es nach der Wahl vorgestellt? Ja. Bei den Grünen ist das anders. Da ist das Personal immer auch Bestandteil des Vertrages, über den die Partei abstimmt. Aber ändert sich bei den Grünen überhaupt? Über Personal wird am Ende berichtet. Geduld. Wir müssen einen Spannungsbogen aufbauen, Herr Flamm. Wenn Sie schon nur Papiere kriegen, die unterschrieben sind. Gut, dann danken wir Ihnen allen.